Ja, hallo und willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir spielen Österreich. Wir haben das letzte Mal uns eigentlich nur um unsere Wirtschaft gekümmert und das werden wir auch heute weiterhin tun. Will sagen, wir werden einen Haufen in unsere Infrastruktur investieren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wenn wir mal schauen, ob wir diese elenden Aufständischen, die wir hier haben, wo wir die vielleicht in irgendeiner Weise unterdrücken können. Schauen wir mal. Sollte irgendwie funktionieren, hoffe ich. Ja, wie schon gesagt, wir werden hauptsächlich mal unsere Kapitalisten dabei unterstützen, dass sie Fabriken bauen und Eisenbahnen bauen. Hurra! Ein paar Eisenbahnen brauchen wir noch. Schauen wir mal, wie es mit unserer Diplomatie steht in der Zwischenzeit. Hannover. Brasilien ist auch schon bald bei uns. Sachsen. Können wir die Meinung von Preußen weiter senken? Da verbessern wir die Beziehungen. Ah, okay, wir haben keine Leute mehr zum Verbessern von Beziehungen. Soll sein. Einmal General. Könnt noch schauen, ob wir neue Truppen ausheben können. Schlauer arbeiten oder härter arbeiten? Härter arbeiten. Wir senken die Militanz. Die Truppen bauen wir derzeit keine. Hier haben wir noch 24. Das heißt, hier brauchen wir noch eine Infanterie und einen Pionierheer. So, da bauen wir uns einen Pionier und da eine Infanterie. Gut. Dann haben wir insgesamt 5 Truppen, die jeweils 10 Einheiten, sagt man das so, besitzen. Irgendwo kann ich was verbessern. Ah, Baden, da bin ich, da ist meine Meinung gesenkt worden von den Franzosen. Na sowas. Verbessern. Okay. Großbritannien. Russland. Preußen. Na gut, die mögen mich sowieso nicht. So, schauen wir mal. Wir haben da 3% Geistliche bereits in der Lombardei. Die werden wir entfernen. Und na, 2,8 behalten wir noch. Bevölkerung in Schlesien bauen wir jetzt ein paar Geistliche hinzu. Geistliche, ja, 1,1%, das passt. Unsere Leute ausbilden. Dann werden wir wieder etwas Geld in die Infrastruktur stecken dazwischen. Ja, ich möchte auch relativ bald hier in Böhmen anfangen, Facharbeiter auszubilden. Ich würde da gerne eine Maschinenteilefabrik hinbauen, weil die haben alle Voraussetzungen dafür. Sie haben eine Stahlfabrik, haben sie schon. Kohle haben sie in unglaublichen Mengen. Eine schwerwiegende Beleidigung. Von wem? Dein Name. Das ist mir aber relativ egal. Dein Name. Okay, wir verlieren 5 Prestige. Nein, wir nehmen das obere. Wir brauchen diesen Kriegsgrund zwar nicht, aber bevor ich Prestige verliere, wir haben eh schon so wenig.
Ja, also wie schon gesagt, wir wollen in Prag möglichst bald anfangen, eine Maschinenteilefabrik zu bauen, sobald wir fertig sind mit den Eisenbahnen. Eigentlich könnte man jetzt schon anfangen zu sparen. Die Eisenbahnen werden jetzt eh nur noch in Afrika gebaut. Die können sich die Kapitalisten selber bauen. Die haben es ja. Deswegen sind sie ja Kapitalisten. Oder? Ich glaube zumindest. Geras mit rechtlichen Mitteln nicht vernichten. Okay. Okay. So. Damit haben wir 5 Armeen. 5 Armeen, oder? Ja, 1. bis 5. Armee. Vollkommen ausgestattet. Leider noch nicht ganz vollkommen ausgestattet. Wie ihr seht, wir haben eigentlich 7 Einheiten mehr, als wir erhalten können. Das liegt daran, also wenn wir da diese Roten uns anschauen, diese 3000 sind zwar 3000, aber sie haben nur noch etwa 740 Menschen zu Hause rumstehen. Das heißt, die können nicht mehr lange erhalten werden und die verschwinden dann irgendwann einmal. Das heißt, diese Truppenkörper würde ich ganz gerne bald auswechseln. Dazu werden wir möglicherweise tatsächlich die Garde dann erforschen. Das brauchen wir sowieso auch, wenn wir Staat und Religion fertig haben. So, wir haben bereits 2% Geistliche. Das heißt, wir haben das Maximum an Forschungspunkten durch Geistliche. Sehr gut. Und wir haben schon 23,7% Alphabetisierungsrate. Auch nicht schlecht. Ja, wenn wir im Übrigen in diesem Tempo weitermachen, brauchen wir wirklich sehr, sehr viele Let's Plays. Aber es sind weniger als 100, weil das ist das 10. und wir haben mehr als 10 Jahre schon hinter uns. Aber wer weiß, später werden ja die Kriege etwas aufwendiger. Ein Schuldentilgsgrund gegen Bremen. Was ist denn Bremen? Sie sind verbündet mit Preußen. Wir könnten noch einmal einen Krieg gegen Preußen führen. Und Preußen noch einmal ein bisschen runterhauen. Vielleicht fliegt Preußen noch einmal raus aus den Dings. Wenn Frankreich mitmacht, mit Frankreich gemeinsam sind wir auf jeden Fall stark genug. Macht Frankreich mit? Sehr wahrscheinlich. Na dann. Machen wir das. Das ist natürlich ein gewisses Risiko. Außerdem müssen wir natürlich, bevor wir das machen, unsere Truppen gleich einmal an die Grenze schicken. So sind wir halt. Nach Karlsbad. Und unseren Haushalt ändern wir auch ein wenig. Da gehen wir auf 100%. Die Schiffe bleiben wir dort, wo wir sind. Und da gehen wir runter auf, sagen wir, 71%, 55% und rauf auf 100. Schauen wir mal, können wir uns das leisten, diesen Krieg? Nein, so nicht. Sehr teuer, sehr teuer. Gehen wir noch weiter runter. 45% und sagen wir mal 61. Das Problem ist, die Lehrer sind schon ganz schön teuer. Ihr seht, wir selbst bei 61, selbst bei 60% geben wir 300 Pfund für die Lehrer aus. Das ist der Nachteil, wenn man in Bildung investiert. Das wird sehr teuer mit der Zeit. Schauen wir mal. Haben wir da noch immer ein Minus? Ja, nur ganz wenig. Okay. Dann gehen wir halt noch ein bisschen weiter runter. Auf 55%. Ja, warum gehe ich bei der Bezahlung für die Soldaten rauf? Dass wir in der Zeit ein bisschen mehr Soldaten kriegen. Außerdem steigt unser Hurra-Patriotismus stärker. Das heißt, wir können
Achso, bin mir gar nicht sicher, ob der Europatriotismus steigt. Es ist nur wegen unserer Regierungspartei. Auf jeden Fall haben wir dann mehr Truppen, die wir nachschicken können in den Krieg. Hurra, da freuen sich alle. Ja, wir dürfen in den Krieg. Wir würden das dieses Mal genauso machen wie das letzte Mal. Wir versuchen zunächst einmal die preußischen Armeen auszuschalten. Ja, wieso eigentlich nicht? Versuchen wir das. Wir haben jetzt ein leichtes Plus. Das passt. Krieg erklären. Schulden tilgen. Bündnispartner zur Hilfe rufen. Fortfahren. Ist okay. Yep, und Preußen hilft ihnen. Großartig, 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 großartig. Großartig, Frankreich hilft uns. Ja, ohne Frankreich weiß ich nicht, da würde der Krieg sehr schwer gehen. Aber es funktioniert so sicher auch. Gut, wir wollen Schulden tilgen und wir wollen wieder einen Teil aus dem Preußischen Reich herausreißen. Entweder einen von meinen Verbündeten dieses Mal was geben, nicht Frankreich, sondern einen von den süddeutschen Staaten oder Sachsen. Letztes Mal hat Sachsen versucht, einen Teil von Preußen zu erobern. Ich selbst habe eigentlich keine große Lust, was zu erobern von Sachsen. Das ist sehr teuer. Von Preußen, das ist sehr teuer. Das Einzige, was ich gerne machen würde bei Preußen, wäre. Ach so, schau an. Da kommen schon die ersten 40.000 Mann. Na gut. Die gehen nach Leipzig. Dann gehen wir nach Dresden und Chemnitz. Nach Aussig und Karlsbad. Und du bleibst nochmal in Prag dabei. Also, unsere Taktik ist folgende. Wir gehen mal, also wenn wir. Wow, der wird aber flott. Wo geht der hin? Nach Dresden. Prag. Okay. Also Preußen hat. Preußen kommt nochmal nach. Geht nach Halle. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Kommst du aber her wieder? So, am 17. Dezember, 16. Dezember, Mist. Kommt weg. 3000 Mann. Wie schon gesagt, wir wollen möglichst viele preußische Truppen vernichten. Ich überlege gerade, ob wir auch mobilisieren sollen, so wie Preußen. Wäre schön, wenn Frankreich mobilisieren würde. Sonst haben die keine Chance gegen ihn. Diese Schwammerln machen das immer zu spät, so wie ich im Übrigen auch gerade. Ja, schauen wir mal. Eigentlich sollten wir auch ohne Mobilisierung stark genug sein. Hier, hierher. Dann geht nach Cottbus. Sehr gut. Und noch mehr Liberale. Das ist ja schön. Gut, und einen neuen Ma Na nationalen Fokus haben wir auch.
Und eine neue Technologie, gut. Das heißt, wir werden da irgendwas erforschen. Was machen wir da? Jetzt sind wir technologisch wahrscheinlich noch weiter hinten nach bei Preußen, weil wir nicht wirklich was da rein investiert haben. Wir könnten die Hinterlader machen. Das dauert relativ lang, aber es gibt uns dann die Gardeaufrüstung und unsere Gefechtsbreite wird kleiner. Oder strategische Mobilität. Es gibt uns einen Plus in der Verteidigung. Aber wollen wir einen Plus in der Verteidigung? Interessiert uns eigentlich nicht. Artillerie haben wir relativ wenig. Organisation ist zwar gut, aber derzeit nicht sonderlich entscheidend in der Schlacht. Das wäre billiger und würde schneller verfügbar sein. Ah, diese Entscheidung. Nein, wir machen Hinterlader, weil das brauchen wir später auch. Wir brauchen dann später Maschinengewehre 1870, damit wir kolonialisieren können. Gut, wir haben in Küstrin gewonnen. Okay, was machen wir? Wir bleiben da und unterstützen unsere Verbündeten, falls sie angegriffen werden, beziehungsweise wir schauen, ob wir. Der geht nach Erfurt. Wir schauen, ob wir da kleinere Truppenkörper von ihm abfangen können. Sehr gut. Hinterher. Kleine Truppenkörper sind deswegen gut zum Abfangen, weil die können sich trotz großer Macht nicht unbedingt gegen uns wehren. Bist du mal nach Leipzig und wartest dort. Ah, kommst du da rüber? Komm, komm, greif uns dann an. Sei so gut und tu mir den Gefallen. Yes, 12.000 Mann erledigt. Gut. Wo gehst du hin? Wo geht diese Armee hin? Nach Dessau. Wo ist Dessau? Da drinnen. Na, da können wir nicht hingehen. Das ist ein Problem. Was wir machen können, ist da rausgehen und hoffen, dass Preußen diese 20.000 Bayern angreift. Weil wenn er das tut, sind wir dann zur Stelle und helfen Bayern. Gehst nach Karlsbad und erholst dich dort. Du gehst nach Leipzig. Du gehst nach Aussig. Geh nach Berlin, das ist gut. Wir haben wieder von Küstrin gewonnen. So, okay, kann ich leben mit. So, wie schaut das aus auf der Grenze? Frankreich, könntest du irgendwie dich verstärken? Ich möchte nicht dir auch zur Hilfe kommen. Ich habe dich in den Krieg mitgenommen, damit du für mich Krieg führst, nicht ich für dich. Ah, der Computer ist so dumm. Aber wir haben schon ein paar von seinen Truppen erledigt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und wir haben schon einen Plus von 13.000. Und mit etwas Glück fügt irgendjemand einen netten Kriegsgrund hinzu, den ich mag. Sachsen zum Beispiel, dieses Gebiet erobern oder so irgendwas. Bremen wird vollkommen ignoriert. Bremen führt zwar Krieg, aber naja. So, wohin geht's ihr? Nach Erfurt.
Nach Erfurt kann ich auch. Wie viele sind, oder nach Erfurt will ich nicht, das sind ja 40.000. Nach Leipzig. Prenzlauer Aussicht, sehr gut. Aber das dürften keine großen Truppenkörper mehr sein. Seine größten Truppenkörper dürften diese 25.000 und diese 40.000 sein. Sonst dürfte er nichts mehr haben. Das ist gut. Was willst du, Osmanisches Reich? Ja, okay, geh halt durch. Führen die schon wieder Krieg? Mit wem führen die Krieg? Ah, noch immer. Gegen Ägypten und Oman. Na gut. Habe ich denen nicht schon mal irgendeinen gegeben? Naja, vielleicht war das auch die Ägypten, dem ich das gegeben habe. Kommst du echt nach Leipzig jetzt? Sehr gut. Falle. So, ich überlege gerade, sollen wir Prenzlau lassen? Boah. Dann plus 4 beim Angriff, muss ich sagen, was. Aber wir haben jetzt aber noch mehr Artillerie, wir schießen über ihn drüber. Wir machen das einfach mit Masse statt Klasse. Nein, 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 Pause, 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 ich will ihm ja nach. Knurr. Wohin? Nach Erfurt. Ihr nicht. Geht nach Karlsbad. Die anderen beiden hinterher. Du gehst auch hinterher. Nein, wir lehnen ab. Wir finden sicher irgendeinen lustigeren Kriegsgrund. Sicher eine lustigere Sache. Wir wollen, dass Preußen möglichst schwach wird. Die soll nicht wieder innerhalb von 2 Jahren an mir vorbeiziehen mit ihren Leistungen. Okay. Mal schauen, ob er in der Verteidigung genauso gut ist wie im Angriff. Ich fürchte fast. Kaplamo. Was ist das für ein Anführer? Plus 4, plus 3? Ich habe nie solche Anführer. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ist aber wurscht. Wir haben Posen gewonnen. Ist auch gut. Auf nach Berlin. So, so etwas wie Verschnaufpause kennen wir nicht. Ja, wir haben sie aufgerieben. Das ist perfekt. Perfekt, Freunde. Perfekt. Du gehst nach Aussig. Du gehst nach Karlsbad. Du gehst zurück nach Prag und du eroberst Erfurt. Sehr gut. So, gibt es bereits irgendjemanden, der was Neues dazugefügt hat? Nein, natürlich nicht. Wir haben plus 6 mit Schlachten. Wir besetzen alles. Herz, was willst du mehr? Nur Frankreich ist zu doof. Oh nein, das Baden und Kämpfen. Ihr geht's doch nicht daher. Ihr helft's Baden hier. Nö, interessiert mich nicht. Ich führe hier nicht Krieg, um Kriegsschulden von Bremen zu kriegen, einzutreiben. Und ich führe Krieg um. Okay, dann gehst du nur daher. Ich führe hier Krieg, um dich auseinanderzunehmen. Das weißt du natürlich nicht, aber ja. Meine Zuhörer wissen es auf jeden Fall jetzt.
Ich will deine Wirtschaft zerstören. Auf nach Magdeburg, da gibt es Fabriken, die wir erobern können. Gut, du erholst dich mal kurz von dem Kriegsgetreibe. Ach weh. Das ist eine elende Sache. Ja gut, aber dieses 40.000 war dann hoffentlich auch noch los irgendwann einmal. Aber zuerst schauen wir mal, dass wir diese 6.000 da irgendwie entsorgen. Die wollen nämlich jetzt drüber und sich mit den 40.000 zusammentun. Okay, was ist das? Was könnte mir die Belagerung? Jetzt geht es natürlich auch schneller, weil Preußen hat ja im letzten Krieg Sachen verloren. Nee. Das gefällt mir gar nicht, diese 37.000 Markseln da noch. Erfurt haben wir gewonnen, jetzt kommen die 6.000 zu den 37.000 dazu. Hier geht es auch danach rüber. Will nicht irgendjemand ein Kriegsziel hinzufügen? Das letzte Mal hat es alle Kriegsziele hinzugefügt und ich habe nur die Hälfte machen können. Na gut. So, wo sind denn die zwei? Gut, wenn er kurz davor ist, wird er. So, da würde ich ganz gerne durchgehen. Lässt du mich durch? Das werde ich nicht akzeptieren. Okay. Kann ich durchaus nachvollziehen. Naja, dann du nach Mannheim mal. Schauen wir mal, in welche Richtung diese 36.000 gehen. Nach oben. Oh, nach Siegburg. Die verfolgen jetzt die Badener. Spannungen in Venedig. Wow, wir nehmen natürlich die Spannungen. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Ich habe ja einen neuen nationalen Fokus. Das ist schlecht, wenn man nationale Foki kriegt, während man im Krieg ist. Dann vergisst man auf solche Sachen. Facharbeiter fördern. So. 2,9% Geistliche, das reicht uns. Machen wir in Österreich weiter mit den Geistlichen. Ja, noch seid ihr stärker als wir. Wartet nur, ihr habt es mobilisiert und seid stärker als ich noch. Das gibt's ja nicht. Achso, seid schon schwächer im Militär als ich. Das ist gut, ein gutes Zeichen. Was ist mit den Dings? In Baden gibt es auch Nacho-Liberale. Auch nicht schlecht. So, du kommst daher. Dann verhinderst du, dass sich diese 11.000 da absetzen. Ah, das ist gut, das sind junge Bauern. Die sollten sogar meine Wappler-Truppen besiegen können. Lassen die armen Tiere doch in Ruhe. Nee, Prestige, wir wollen Prestige. Mehr Prestige. Gar nicht gut. Wo bleibst du?
Da sind plötzlich diese 34.000 Mann wieder. Das gefällt mir aber gar nicht, gar nicht. Könnten wir diesen Kampf gewinnen? Sehr gut, wir haben den Kampf gewonnen. Ich würde nämlich ganz gerne da unterstützend eingreifen. Schon, schon ist es besser. Bam. Okay. Schau an. Sachsen hätte keine preußische Magdeburg. Ja, das freut mich aber. Sehr gut. Das heißt, wir können den Frieden von Bremen einmal annehmen, fortfahren. Gut. So, und vielleicht will noch irgendjemand was. Preußisch Magdeburg ist das da, gelle. Das ist Magdeburg, das ist Magdeburg. Wow, das wäre ja super. Wenn Sachsen das haben würde, könnte ich dann bis nach Hannover durch. Sehr gut. Mal schauen, ob sonst noch jemand was fordert. Wohin des Wegs nach Trier? Ihr nach Innsbruck. Ihr hierher. Irgendwie schön, wenn jemand eine da oben irgendwie was wie Polen oder sowas gründen würde. Oder Danzig oder sowas in die Richtung. Oh, da sind nochmal 8000 Mann. Schau, schau. Schau, schau. Nicht mehr lange. Ah, ich habe da 1000 Mann verloren. Seht ihr, das sind schon die ersten Opfer unserer Politik. Wow, wir können nur noch 27 erhalten. Bist du wahnsinnig, das ist schrecklich. So, wie schaut das mit der Schlacht aus? Oh, schon minus 2. Das heißt, die haben schon eine gute Eingrabungstechnik. Die können sich schon vergraben, wenn sie wollen. Die wir loswerden wollen. Sehr gut. Also ihr geht's mal gleich mal nach Mailand. Für euch habe ich nichts mehr zu tun. In diesem Krieg. Das ist gut, dass da schon Baden auch reingegangen ist. Wir sind in Kaiserslautern angekommen und wir haben dann noch einmal 2,3 Punkte gemacht. Fordert noch jemand was? Na kommt schon. Einer kann schon noch was fordern. Befreiung von, was weiß ich, irgendwas halt. So, zurück nach Breslau. So, wir stellen uns da so hin. So nach dem Motto. Oh. Ablehnen oder machen wir das? Nee. Wir führen den Krieg noch ein Stückel weiter. Siegburg. Steht in Siegburg ja an. Ich wollte nur zurückerobern. Kaiserslautern angekommen, Mailand angekommen. Gut. Wir können hier irgendwas. Ah, Brasilien in unsere Sphäre hinzufügen. Ist okay. Gehen wir da auf eins runter. Hannover, wie schaut das aus? Ha! Sehr gut, wir hauen Preußen wieder raus.
aus den Top 8, hoffentlich. Preußen ist ja, zurzeit gesamten 9. Ja, wir sollten vielleicht noch ein bisschen Krieg führen mit ihnen, dann fliegen sie wieder raus aus den Top 8 mit etwas Glück. Das wäre gar nicht so schlecht. Brauchen wir gar nicht viel machen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist sie ein wenig ärgern an den richtigen Stellen. Okay. Sind wir eigentlich zuerst drinnen gewesen? Oh, Frankreich hat zuerst drinnen. Gehst du weg? Könnt ihr euch selber machen. Ich verliere meine Leute doch nicht durch irgendwelche. Ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon etwas mehr als 30 Minuten hinter uns, Herrschaften. Der Krieg ist noch nicht zu Ende, aber bald, das nächste Mal, erfahrt ihr, wie es ausgeht. Gute Nacht und schlaft und träumt was Schönes.